alle zusammen. Ihr habt es ja gesehen, wir machen ein Low-Carb-Brot. Ihr seid jetzt in dem Moment schon etwas schlauer wie ich, denn mich interessiert gerade in erster Linie auch, ob das Brot am Schluss so aussehen wird. Ich habe das mal ausgedruckt, weil ich das irgendwie ganz witzig finde, weil das sieht aus wie so ein ganz normales Bauernbrot und die meisten Low-Carb-Brote sehen ja doch etwas anders aus und da bin ich jetzt einfach mal total neugierig, ob das am Schluss, wie gesagt, tatsächlich so aussieht oder ob das vielleicht irgendein anderes Bild ist. Manche machen das ja auch, dann setzen sie ein anderes Bild rein. Finde ich zwar doof, aber ja. Und zwar jetzt aber zu den Zutaten. Wir haben hier drin 250 Gramm Quark, 4 ganze Eier. Dann sind hier drin Goldleinsamen, aber gemahlen. Die habe ich mit der Kaffeemühle gemahlen gerade. Und zwar 100 Gramm. Dann 30 Gramm Kokosmehl, 50 Gramm Flohsamenschalen, 50 Gramm Mandelmehl, 3 Teelöffel Weinsteinbackpulver, 1,5 Teelöffel Salz und 1 Teelöffel Brotgewürz. Und hier sind 200 Gramm Wasser. Das steht aber alles natürlich in der Infobox. Jetzt tun wir erstmal die trockenen Zutaten miteinander verrühren. Und den Ofen habe ich auf 180 Grad Oberen Unterhitze schon mal eingestellt zum Vorheizen. Das Wasser kommt ganz zum Schluss laut Rezept. Der Teig soll auch etwas bröselig sein, aber das ist wohl normal. Stand da auch dabei. Jetzt werden wir erstmal die Sachen verrühren. Und dann geben wir die trockenen Zutaten dazu und ganz zum Schluss, wie gesagt, das Wasser. Los geht's! Jetzt werde ich erstmal diesen ganzen Batzen, glaube ich, ja doch, das ist am einfachsten, erstmal hier drauf geben. Dann werden wir das zu einem Brotleib einfach formen. Ich will das nochmal ein bisschen. Hier noch ein bisschen so was Trockenes ist. Bin ich noch nicht ganz zufrieden. Machen wir es einfach so. Das brauchen wir nicht, das schwarze Dingelchen. Einfach hier noch mal kurz kneten. Ja, geht noch ein bisschen. So. Kann sonst, wenn es auch zu arg klebt, kann man sonst auch einfach. Ich habe hier noch neben mir eine Schüssel mit kaltem Wasser stehen, aber. Braucht die jetzt im Prinzip gar nicht. Aber falls man das Gefühl hat, kann man das natürlich gerne machen. So. Und jetzt tun wir das noch ein bisschen einschneiden. Und dann geht's ab in den Ofen. So. So sieht das Brot aus. Und zwar. Das Brot war jetzt genau 90 Minuten im Ofen. Und zwar bei dem Rezept standen noch ein paar Tipps dabei, wonach ich mich natürlich gerne dann gerichtet habe. Und zwar, dass nach den 90 Minuten habe ich einfach den Ofen ausgestellt und habe einfach die Ofentür aufgemacht und habe das Ganze da komplett auskühlen lassen. Weil der Tipp war, dass wenn man es gleich rausholt, das eventuell einsinken könnte. Und so hat es wirklich total eine schöne Form, also da könnte man richtig schöne Scheiben dann rausschneiden. Wie es jetzt von innen aussieht, seht ihr ja, weiß ich noch nicht. Das tun wir jetzt nämlich mal zusammen anschneiden. Ich muss es nur ein bisschen drehen, dass ich hier gescheit rankomme. Ha, sieht ja tatsächlich so aus. Das ist ja ein Ding. Kannst auch richtig schön schneiden. War mir ja vorher auch nicht bewusst, ob das dann alles auseinanderbricht oder wie auch immer.
Man sieht natürlich jetzt, dass es noch ein bisschen so eine Feuchtigkeit hat. Aber ansonsten sieht es tatsächlich aus wie so ein normales Brot. Also geht schon sehr, sehr nah in die Richtung. Jetzt müssen wir es natürlich gleich noch probieren. Das ist ja ein Ding. Da bin ich ja echt happy, dass das so aussieht. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier ein bisschen Butter drauf gemacht. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie das Ganze so schmeckt. Also ich muss sagen, das hat wirklich von der Konsistenz eine sehr, also im positiven Sinne, feste Konsistenz wie normales Brot. Oftmals hat man ja bei Low Carb Brot, dass es ja halt eben nicht so eine Konsistenz hat, weil die Bindung halt irgendwie nicht so da ist, obwohl das heißt nicht, dass sie dann schlecht schmecken. Aber das geht halt von der Festigkeit wirklich in Richtung normales Brot. Man schmeckt natürlich die Zutaten raus. Also, ich finde es aber, ich muss nochmal probieren. Vielleicht kann ich sonst noch was dazu sagen, aber. Oh, aber gerade so nur mit Butter auch. Völlig ausreichend. Also ich finde es super lecker. Bin total froh, dass ich es jetzt probiert habe. Und kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!